hübscher Junge waren Sie damals. Wirklich, auf welchen? Na, auf dem hier. Mit den Pilchergrinsen. Och, und dann habe ich noch das hier, das ist fantastisch. Das Stück wird produziert, klar, auf einer Probebühne, ganz regulär. Man muss es natürlich ein bisschen anders einrichten als für ein reguläres Haus, in Anführungszeichen. Es muss tourneetauglich gemacht werden. Das ist das, was wir eben schon gesagt haben, auch dass die Tontechnik etc. Das Bühnenbild muss so konstruiert sein, dass man es gut abbauen und transportieren kann. Ne? Und diese Bearbeitung jetzt von Gunnar Dressler ist so zusammengeschnurrt, in Anführungszeichen, dass man eben mit vier Darstellern gut auskommt. Und die dann teilweise auch mehrere Rollen spielen. Wie viele Leute sind in Ihrem Team denn jetzt dabei? Die vier Schauspieler? Ja, zwei Techniker, die machen Aufbau und Licht, Ton. Ich kümmere mich hinten und diese junge Dame, die hier gerade steht, sie kümmert sich um die Schauspiel, dass sie hübsch sehen. Schwarzer Humor, sie werden immer dunkler. Ich mache genau Garderobe und Maske. Ich bin eigentlich Maskenbildnerin, ich wohne in Berlin und ich bin bei Landgraf für die Tourneesaison angestellt, also ich war jetzt schon knapp 8 Monate auf Tournee und jetzt ist das meine letzte für diese Saison. Genau. Für mich persönlich ist das Tourneefahren an sich gar nicht mal so anstrengend. Das macht mir eigentlich Spaß, so neue Orte zu sehen, aber ich als Maskenbildnerin finde es anstrengend, die Garderobe noch mitzumachen. Wenn da so viel, es gibt Tourneen, da ist ziemlich viel Garderobe dabei. Da das alles waschen und bügeln vor der Vorstellung, das ist anstrengend. Mitte September haben wir angefangen mit der ersten Tournee, mit ziemlich beste Freunde direkt. Da war ich 3,5 Monate unterwegs, über Weihnachten war eine kurze Pause, dann war ich wieder 2-3 Monate unterwegs. Also ja, meistens geht es so auf, dass sich die Tourneen die Klinke in die Hand geben. Also manchmal macht man den einen Tag Derniere von dem einen Stück und den nächsten gleich Premiere von dem anderen Stück. Und Sie sind mit dem ganzen Ensemble auf Tour? Nee. Ich gehöre zum Haus. Ach, Sie gehören also zum Haus. Zur Stadt Amberg. Die Frau Körtke sagt uns, das und das kommt. Jemand anders stimmt an, dass das kommen darf. Und wir setzen es technisch um, in sehr engen Zeitrahmen. Hochprofessionell natürlich, mit entsprechend viel Ärger. Und die Leute kommen dann wie immer, wenn es fertig ist und nicht, wenn es gemacht wird. Ja. Und bei dem Stück, wie herausfordernd ist das jetzt? Oder was sind da so die Besonderheiten? Betonliga, kennen Sie das? Nee. Betonliga ist Kreisklasse. Da oben ist Champions League. Und das liegt so irgendwo in der Mitte. Also auf einer Skala von 1 bis 10 bei 5 ungefähr. Ah ja, okay. Die Herausforderung ist nicht das Bühnenbild. Weil das ist ein, wir nennen das ein Steher, es wird nichts umgebaut. Die zweite Geschichte ist, es werden keine Dekorationsteile verfahren nach oben oder unten. Es ist kein Orchester da, das man zusammentreiben muss oder die noch Proben brauchen oder irgendwas. Und Räume. Es gibt ein geringes Aufkommen an Schauspielern, nennen wir es mal so. Das heißt, passt bei uns ganz gut rein. Der Rest ist Politik. Dann warst du aber an dem festen Haus. Und seit einer Saison hast du kein Zuhause mehr. Ja. Also was heißt kein Zuhause? Mein Zuhause ist eine Couch bei guten Freunden. Ich fahre die Show heute Abend und ich werde die auch noch morgen, also im nächsten Tourtermin fahren. Höchstwahrscheinlich. Und ja, dann ist die Produktion übergeben und dann fährt der andere Tourtechniker weiter. Was sind so deine Aufgaben jetzt? Also ich richte die Produktion halt ein. Also der Techniker, der damit der Produktion mitkommt, ist dann auch der technische Leiter. Heißt, man macht die Einrichtung auf der Bühne, man baut das Bühnenbild auf, dann macht man die Lichteinrichtung, dann werden die ganzen Scheinwerfer abgerichtet, dahin, wo sie halt hinkommen sollen. Und dann muss das Ganze programmiert werden. Das funktioniert heutzutage nicht mehr so wie früher, einfach nur mit Schriebler hoch, runter, sondern werden halt Zeiten gegeben für bestimmte Lichteinsätze. Und genau, die programmiert man dann runter. Und
abends drückt man dann halt die Cues auf die entsprechenden Einsätze ab. Naja, das Einrichten der Beleuchtung, da muss man ein Feingefühl entwickeln halt. Worauf kommt es dann hinterher in der Vorstellung an? Da ist es auch der Regisseur nicht immer anwesend. Und dann muss man halt, wenn man in einem Haus sein, das halt in einem Haus sich befindet, das halt technisch nicht so gut ausgestattet ist, wie jetzt beispielsweise dieses hier, muss man dann runter reduzieren, aber darf dann trotzdem die Qualität der Produktion nicht schleifen lassen. Das ist zwar in manchen Fällen nicht ausgeschlossen, aber da fängt es dann an, wo man kreativ arbeiten muss, sobald Materialien da sind, die man nicht hat und dann halt damit kreativ arbeiten muss. Was reizt dich daran, an diesem Tourneeleben? Und was sind dann auch so die Nachteile ein bisschen vielleicht? Das ist zum Beispiel ein Nachteil mit dem Essen. Ja, das habe ich wahrgenommen. Das ist halt eine Notlösung jetzt. Ich brauche einfach eine gewisse Energie für die Vorstellung. Ja. Und jetzt habe ich noch eine Stunde Zeit, um zu verdauen, das reicht gerade. Das ist ja das Problem, dass das alles mit dem Kopf gesteuert wird. Und da ich ja nur den Kopf bewegen kann und über meinen Kopf auch emotional mich ausdrücke, ja. Passiert es halt manchmal auch, dass ich mich aufgrund meiner emotionalen Situation dann verfahre. Tournee ist halt irgendwie so ein ganz spezielles Geschäft, aber hat so seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Da muss man sich reinarbeiten in diesen Rhythmus. Das bedeutet halt, dass du einfach jeden Tag auf der Autobahn bist und manchmal bis zu 500 Kilometer am Tag fährst und dann in ein Theater kommst, das du noch nie gesehen hast, ja, auf eine Bühne, die eine Größe hat, die du noch nie so bespielt hast. Gestern hattest du tolles Licht, heute gibt es nur 3 Scheinwerfer. Die Leute wollen aber die gleiche Leistung sehen irgendwie. Deswegen sage ich immer, Tourneetheater spielen und mal so eine richtig knallige Soap spielen, wo du jeden Tag eine Folge drehen musst, ist eigentlich Pflicht für jeden Schauspieler. Damit du mal weißt, was das wirklich bedeutet. Siehst du, jetzt kommt schon wieder. Sag mal. Kommt schon wieder. Ja. Genau. Und was geht's jetzt gerade? Ja, jetzt müssen wir die. Oh Mann, das ist aber hübsch. Hübsch gemacht. Sag ich ja. Das ist super, aber einer zu viel. Wir kommen ja jetzt direkt aus Essen. Ja. Wir sind also vorgestern aus Essen gekommen, haben gestern hier gespielt. Na, ich war ja weg. Und jetzt muss man halt einfach eine Übergabe machen, weil das ein richtiges Theater ist. Ja. Wo das dann 2 Wochen durchspielt, muss man das halt sozusagen in die Tourneeform bringen, damit der Techniker, der dann mitfährt, genau weiß, was wo wann passiert, weil viel Zeit zum Proben bleibt dann nicht so. Guten Appetit. Entschuldigung. Dries. Und da ist genau, ich schreie nur, das ist Dries. Ach, genau. Kriegt den Brei in die Nase und stimmt auch. Ja. Also ich kann es nur von meiner Erinnerung. Ja. Okay. Okay, jetzt kicken wir. Weiß überhaupt nicht, wovon sie sprechen. Genau. Ja? Das ist ja nochmal das. Ja. Kommt die Musik nicht doppelt? Wie viel Tourneetheater-Touren hast du schon gemacht? Nein, das ist tatsächlich meine erste Tourneeerfahrung. Ah ja. Ich kenne Stadttheater und Landesbühne und sogar auch Zirkus, aber Tourneetheater habe ich noch nicht erlebt. Und tatsächlich ist es die stressigste Variante, die ich so kenne. Also, das stimmt schon. Einfach dieses jeden Morgen, im Grunde hast du ständig die Uhr, okay, wie viel Zeit habe ich jetzt, bis ich zum Frühstück muss, bis wann muss ich meinen Koffer gepackt haben, wie lange darf ich dann frühstücken, schaffe ich es noch vorher Yoga zu machen oder nicht, wie lange fahre ich, wie viel brauche ich, um diese Fahrzeit angenehm zu überstehen? Wie viel Zeit habe ich dann, um mir was zu essen zu besorgen? Wie kann ich dann noch laufen gehen? Schaffe ich sogar noch ins Fitnessstudio? Schlafe ich? Lese ich? Treffe ich einen Menschen, den ich in der Stadt kenne? Nee, schaffe ich nicht. Und dann ist auch schon wieder Maske. Am Anfang diese Briefe, ja. Die anderen, die gelben, ja. Auf diesem Marmorpapier. Ja. Da muss einer auch schon in der Mappe sein von Anfang an. Den habe ich vor der Vorstellung hingelegt. Ich kontrolliere meine Sachen immer. Deswegen sag mir das, aber das wusste ich nicht. Die Arbeit als Schauspielerin selber steht eher vor der Herausforderung, wie gehe ich mit den ständig wechselnden Räumen um.
So, mit dem ständig wechselnden Publikum, was ja auch von Region zu Region verschieden ist. Mhm. Hey, können Sie folgen? Aufwachen! Also zunächst das Aufstehen. Helfen Sie mir. Wir setzen Philipp jetzt in den Rollstuhl und dann geht's weiter Richtung Dusche. Da wir jetzt schon bei fast der 100. sind, ist dieses typische Lampenfieber in dem Sinne nicht mehr da. Was aber natürlich schon ist, dass der ganze Organismus natürlich sich kurz vorher dann immer noch verändert. Also es ist jetzt kein Lampenfieber mehr mit Herzrasen und nassen Händen und Magengrummen und keinen Hunger haben und nicht schlafen können. Das ist nur kurz vor der Premiere so gewesen. Mhm. Aber natürlich ändert sich die ganze innere Einstellung und Spannung und also ich könnte jetzt nichts Großartiges essen zum Beispiel. Mhm. Also so. Aber es ist nicht mehr dieses Lampenfieber, das nach so vielen Vorstellungen dann nicht mehr. Aber es ist schon eine Anspannung, also es ist ein anderer Seinszustand, das auf jeden Fall. Fire. Ja, als Referenz nicht zu verachten. Die kenne ich nicht. Setzen Sie sich doch bitte. Also wenn Sie die nicht kennen, ja, dann haben Sie schon mal keine Ahnung von Musik. Wie erlebst du das, dieses Anspannung, Konzentration? Wo findest du deine Ruhephasen? Wie empfindest du es? Ja, bei dem Stück ist es natürlich so, man muss, wie gesagt, aus dem Off, also bei meiner Figur, dass ich wirklich von 0 auf 100 irgendwie spielen muss. Ja. Deswegen, also ich versuche das inzwischen so aus der Ruhe rauszuholen. Früher hätte ich mich da, glaube ich, so ein bisschen hochgepumpt, aber mittlerweile versuche ich es wirklich aus der Ruhe zu spielen und dann geht es dann auch irgendwie. Mhm. Und so kann ich meine Kräfte auch so ein bisschen einteilen inzwischen. Ja. Okay. Ich flipp aus! Ich flipp aus! Ich ziehe mich dann ab und zu mal zurück und verbringe dann auch mal einen Tag im Hotelzimmer, um irgendwie meine Ruhe zu haben. Okay. Oder anderen Kollegen gehen dann vielleicht raus, sie gehen spazieren, andere machen Sport. Mache ich jetzt auch noch jetzt so ein bisschen. Also ja, jeder sucht sich so seinen Ausgleich. Und da macht jeder irgendwas anderes. Jeder zieht sich irgendwie auch mal individuell zurück. Ja, okay. Das muss man dann, glaube ich, auch. Das ist schon eine verrückte Welt. Ja. Also gerade dadurch, dass man im Grunde jeden Tag in einer anderen Stadt ist. Hier jetzt in Amberg waren wir jetzt 2 Tage. Wir fahren jetzt morgen nach Villingen-Schwenningen. Übermorgen kommen wir wieder zurück. Und diese Fahrten hin und her, die teilweise dann auch 500, 600 Kilometer lang sind, das schlaucht dann natürlich. Man kommt dann um 14, 15 Uhr in irgendeiner Stadt an, checkt ein, sucht sich schnell irgendwas zu essen. Manchmal gibt es auch gar nichts mehr zu essen. Dann darf man dann im teuren Hotel noch das speisen und dann geht es eigentlich auch direkt dann schon ins Theater. Man guckt sich das Theater an und spielt. Ja. Danach geht es wieder ins Hotel und das ist dann so der normale Tagesablauf. Mhm. Und das im Grunde jeden Tag in einer anderen Stadt. Ja. Lassen Sie das mal meine Sorge sein, ja? Aber als erstes machen wir Sie mal ein bisschen frisch. Sie sehen ja aus wie aus der Mülltonne. Eigentlich als Bühnenhelfer, was machen Sie denn? Ich arbeite mit dem Techniker der Firma Landgraf, der das Bühnenstück aufbaut. Wir laden den LKW ab und nach seiner Anweisung stellen wir die Wände auf, bauen die Böden. Wenn man hier auf das Stück schaut, da ist so ein Fischgrätmuster-Parkett drin. Das wird als erstes aufgebaut, dann die Wände, dann baut man das Licht auf, dann baut man den Ton auf. Dann schaut man, dass man vom letzten Platz aus, vom Publikum, nicht nach hinten, hinter die Bühne gucken kann, dass da vielleicht ein störender Lichtreflex wäre. Also wir arbeiten einfach zu den Technikern. Es macht riesig Spaß. Also
hier zu arbeiten, weil man lernt interessante Leute kennen. Vor allen Dingen den Blick hinter der Technik. Was man kann sich das gar nicht vorstellen. Man sieht massive Wände, aber die sind Sperrholzplatten. Und das ist halt das, was mich interessiert. Wenn ich hier durch das Theater gehe und manchmal sehe, wie verlebt das Theater schon ist, dann wünsche ich mir, ich will hier niemanden irgendwo reinreden, aber dann nehme ich, mal einen Klebstoff und klebe das Teil wieder an. Oder ich mache mir Gedanken, wie diese Rosette im Stuck, wie ich die wieder hinbringe, dass da nicht ein Gast dagegen stößt, damit die runterfällt. Aber da, ja, ich mache es, weil ich es gern mache und weil ich sehe. So, jetzt mit. Wie, hör mal, da kannst du doch jetzt nicht machen. Scheiß Wellness, hä? Geh mal nach vorne. Zur Bühnenvorderkante. Wohin denn? Wohin?